Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für eine Runde des Rätselns. Ja. So ist das. So, gucken wir doch mal. Ich bin im falschen Rätsel drin, also gehe ich mal rüber ins Richtige. Erst einmal Insel im Pazifik. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Kurzatmigkeit ist mir noch gerade nicht, aber lateinamerikanischer, nee, Samba, Salsa. Salsa ist es. So, Musikinstrument ist natürlich der Kontrabass mit S hinten dran. Nein, da gibt es noch was anderes, den Konzertflügel, den Pianist. Nein, auch wenn es passen würde. Stilart des Jazz. Das wäre auch komisch, wenn Ska, war das nicht eine Stilart des Reggae? Genau. Küste, Ballsportart, Basketball, also überall, wo Ball hinten dran ist, dafür sieht das Wort zu kurz aus. Aber wir haben hier Byte. Okay, Hockey. Hockey wird doch... Bin gespannt. Seestreitkräfte sind eigentlich ist Boot, nein, Nervenzellgerüst auch nicht, meine Güte, ich verrate mich heute ganz schön. Unbestimmter Artikel ist aber das hier schon mal, das ist klar. Stilart des Jazz, ja, aus Jazz wurde natürlich Pop, nein, natürlich nicht. Kircheninstrument ist natürlich die Orgel. Also machen wir das erstmal. Also ich weiß nicht, ob hier Hockey oder so oder Volley. Nee, Volleyball auch nicht. Volleyball. Das ist... Cousinen sind... Ja. Erstmal Bromeliengewächs. Ach, das weiß ich doch auch alles. Krach machen. Das müsste... Schreien würde, glaube ich, nee, würde nicht passen. Haarschopf, Frisur, könnte die Frisur sein? Nee, ich bin begeistert, wie viel heute irgendwie falsch ist. Kreisstadt am Kocher, Englischbad ist ja immerhin das. Endlich mal was Richtiges. So, Landstreitkräfte sind das Heer. Abkürzung für Nummer ist NR. Erzieherpaar ist natürlich, sind natürlich die Eltern. Mhm. Persönliches Fürwort. Oder nee, doch. Öffentlich können wir auch erstmal machen. Dieses Video ist zum Beispiel das, sobald es freigeschalten ist. Russischer Binnensee ist der... Aralsee? Mhm. Rot ist eine Kartenspielfarbe. Das TV-Übertragungssystem ist NTSC. Dann gab es auch noch Seekam und Pal dazu. Poetisch Nadelwald, der Tann. Natürlich. Schafwolle. Oh, das weiß ich. Zufälligerweise, weil ich tatsächlich mal mit einer Person zusammen gewohnt habe, die so hieß. Englisch Straße, Street meinen die hier. Galgenvogel ist der Rabe. Ich hätte ja. Nee. Englisch sein. Normalerweise. His. Ah, okay, die meinen hier Asthma. Ja, jetzt habe ich es auch. Webeblatt. Esra ist der biblische Prophet. Okay. Ried. Und Ata ist die Insel im Pazifik. So. Nervenzellgerüst. Was könnte damit gemeint sein? Ein Gerüst aus Nervenzellen. Oder gehen wir woanders erstmal hin? Zahl ohne Wert ist 0.
verdammt. Gulasch ist es nicht. Musikfilm, Drama. Erstmal die Fahrradfahrbahn ist der Radweg. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass das ein Wort ist. Whiplash. Also war es das anscheinend auch. So. Mit Vergnügen ist natürlich gern. Betrügen ist Fappen. Nein, natürlich nicht. Neppen? Ja. Daher kommt auch Nepp und Schlepp, beziehungsweise von dem Ausruf oder von dieser Phrase Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Daher kommen Nepp und Schlepp aus Animal Crossing. Aalen mit Doppel-A. So war es. Haarschopf. Abgrenzung ist erstmal. Was ist die Abgrenzung? Zaun ist eine Abgrenzung, aber das ist es hier nicht. Cousinen ist wahrscheinlich auch was mit N hinten dran. Ah, natürlich, dann ist das hier die Mähne. Ah, klappt doch gut. So. Eine Grenze ist das ja schon mal nicht. Seestreitkräfte, oh feia. Aber wenn es jetzt mehrere wären, dann wüsste ich, was hier reinkommt. Banjos, aber so funktioniert das nicht. Seestreitkräfte. Kriegsschiffe, wie kann man die noch nennen? Krach machen ist erstmal Lärmen. Das hilft uns vielleicht. Bromeliengewächs. Keine Ahnung, ich probiere mal Akelei. Annalea. Ja, so war das gemeint. Eine Abgrenzung ist dann wohl die Bande, genau. Okay, wie geht's weiter? Oh, wie heißen denn die Cousinen nochmal? Also der Cousin ist. Puh, 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 puh. Also Neffen, Nichten sind was anderes, das weiß ich. Das ist ja auch allgemein bekannt. Ich mach mal hier ein bisschen Raterei gerade. Anaa. Nee, L war ja schon. Ananas. Die Ananas ist ein Bromeliengewächs. Jetzt wissen wir es also. Damen sind Cousinen. Nein, das sind sie natürlich nicht. Waren das nicht? Ja, das waren die Basen. Oh, das ist so schlimm, wenn du Basen eigentlich mit Chemie in Verbindung bringst, aber das war ja auch noch ein Wort für Cousinen. Stilart des Jazz hat drei Buchstaben. Könnte mir vielleicht. Was ist denn Küste? Küste ist Ufer. Boah. Ah, jetzt weiß ich die. Ich wusste auch, dass es kein Hockey war. Nervenzellgerüst. Warte mal, Musikinstrument, das kann doch nicht wirklich Banjos sein. Nee, nee, nee. Bingos? Bongos?
Ah, Bingos oder Bongos. Bongos sind's. Und das darf man ruhig als ein Instrument bezeichnen. Das sehe ich ein. So, die Basen waren okay. Die Ananas, wir wissen jetzt, dass es ein Bromeliengewächs ist, aber wir wissen, wie eine Ananas aussieht. Also brauche ich das auch nicht dann nachschlagen. Was ist hier? Die Flotte meinen die. Und Glia ist das Nervenzellgerüst. So, so. Hätte ich auch nicht gewusst. Okay, wir haben's. Wir haben's. Wir haben das erste schon mal gelöst. Es hat ein bisschen gedauert im Vergleich zu sonst. Nicht eure. Ah, Mist. Okay, dann weiß ich schon. Campingunterkunft. Ja, weiß ich. Also die drei habe ich. Verbindung. Könnte alles Mögliche sein. Römischer Gott könnte auch erstmal alles. Ohr. Oro. Wahrscheinlich. Leid. Schmerz. Pein. Fangen wir woanders an. Normen. Etwas Normen ist etwas. Gute Frage. Ein Tragtier ist das. Ja. Ein Stoffbehälter. Boah. Heute sind mal schöne Sachen dabei. Also NT ist das neue Testament, das ist klar. Kletterpflanze. Klee ist, nee, Klee ist keine, ehemaliger Berliner Eisbär. Bernd. Nein, geht ja gar nicht. Okay, Schluff ist auch mal sowas. Das weiß ich, was betagt ist. Okay, den Buchstaben haben wir, den Buchstaben haben wir. Mal gucken, kann ich noch irgendwo hin? Klitzeklein. Süß. Small, winzig, small, SMOL. Nein, nein. Bayerische Brezel. Brezen, würde ich jetzt mal sagen. Geistliche Vermögensverwalter. Das wäre ja. Was ist denn ein Versuch hier? Also, das ist das. Ich glaube, ich trage mal einfach Sachen ein, die noch nicht die Worte sind, wo die Buchstaben drin vor. Ah, Esel ist es nicht gewesen. So, so. Was ist mit dem Muli? Huch, Muku. Nein, Muli. So, haben wir doch. Herrscherstab. Dadurch. Darum? Nee, wäre auch irgendwie, hätte mir, war mir schon komisch vorgekommen. Kern einer Sache. Des Pudels Kern oder des Innere. Könnte. Oberschenkel in der Medizin. Oh Gott, was haben die denn hier alles so? Ich glaube, die haben für mich extra das Rätsel schwerer gemacht. Das ist nett für die, von denen. Schwermetall ist Uran. Abkürzung Euro ist EUR. Umfeld. Machen wir erstmal ein langes Tau, ist ja sicherlich eigentlich kein Seil, oder? Ich hätte jetzt gesagt, ein Seil kann auch kurz oder lang sein. Tropenwind. Monsunt. Nein, natürlich nicht. Drahtwicklung. Oh Gott. Flüssiger Teil des Blutes. Hatten wir hier nicht? Nee, das war das nicht. Oder? Also auf jeden Fall, es kommt hier rein. Flüssiger Teil des Blutes könnte wirklich das Plasma sein. Ja. Was haben wir hier noch? Was ist ein Tropenwind? Was ist noch ein Tropenwind? Wenn ich wüsste, was Schluff ist. Versuchen wir es mal hier mit. Nee. Say? Say was. Okay. Milieu. Milieu meinen die. Nee, Melieu. Oh, das Brillanz hat mich gestern so umgehauen, dass ich jetzt Milieu mit 2 L schreiben wollte. Schlimm sowas.
Leid. Was gibt's denn noch für ein Wort? Machen wir erstmal. Ja, wir haben hier nicht mehr viel, was wir ausfüllen können, bevor wir mal einen Buchstaben bekommen. Also müssen wir es mal. Oro ist es nicht. O. O irgendwas. Was ist denn eine Gesteinsart hier noch? Nicht eure, ist unsere. Erstmal. Ich nehme den Buchstaben gern mal mit. Und auch gleich das Zelt hier. Bodenschatz. Rohöl. Das ist gemeint. Okay. Leid ist das Elend. Jetzt komme ich weiter. Sehr schön. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da kommt ein A hin. Denn das wird wohl sicherlich Lisa oder Lena sein. Na, ist es auch, ist es auch. Drahtwicklung, Apple. Nein, nur weil es reinpasst, heißt das nicht, dass es richtig ist. Federwild, Rebhuhn? Ja, da haben wir das schon mal. Ich habe keine Ahnung, was die hier. Was ist denn ein Versuch? Bayerisch Breze ist doch Brezen. Ja, das haben wir schon mal. Ja, und dann ist das das Innere. Schön, schön. Stausee in NRW. Boah, die sind so gemein. Landesteil. Region. Nee, das klappt nicht. Nein, nein, nein. Eine Gesteinsart ist auch ein Salz vielleicht? Nee. Okay. Gesteinsart, was gibt's denn da noch? Spit, Split, Split. Verbindung. Was könnte damit gemeint sein? Naht? Ja. Ah, dann ist das der Spat. Römischer Gott ist natürlich wieder der Alpollo. Nein, Alpollo, das Pokémon ist kein römischer Gott, wollte ich nur mal sagen. Es ist Apollo. So, geistlicher Vermögensverwalter. In dem. Huch! Das so und dann das weg. In dem. Ja. Okay. Herrscherstab. Was könnte das noch sein? Ankurbeln, was könnte das sein? Ich dachte jetzt. Suchen ist es ja sicherlich nicht. Okay, also ein T kommt da auch nicht rein. Das H war einfach nur irgendwas eingetragen. Was gibt's denn noch? Das Ding ist, von einem H kommt doch eigentlich nicht so viel. Wow. Wir haben mal wieder ein Englisch, ein Anglizismus hier. Haben wir aber zum Glück rausgefunden. Die Kletterpflanze ist die E. Nicht die Eibe. Nicht die. Ich gebe es trotzdem einfach mal ein. Nee, nee, ist es natürlich nicht. Aber was war denn das? Ich weiß, ich. Oh. Das nervt mich gerade, dass mir so viele Worte auf der Zunge liegen. Machen wir erstmal das T hier. So, dann weiß ich auch das Lösungswort.
Das ist nämlich, hier kommt ein C rein und in die 4 kommt ein F. Efeu war's. Oh, natürlich. So. Der Stoffbehälter ist dann wohl der Sack. Ach so, boah. Ich bin heute irgendwie neben der Spur. Ich dachte jetzt gerade, dass das hier gemeint ist, der Behälter für Stoff. Dass es dafür nochmal eine extra Bezeichnung gibt. So. Norman ist auch Eichen. Genau. Herrscherstab sind die Nepper. Nein, nein. Nee, nee. Versuch. Ein Versuch. Ein Reinlauf. Nein, das nicht. Oh wei, oh wei. Es fehlt noch so vieles. Drahtwicklung. Spule. Natürlich. Sehr schön. Tropenwind. Schluff. Ein Kilt. Nein. Ein Tilt. Ein Pilt. Mild. Nilt. Silt, Silt, okay. Das Passatwind, der Passatwind ist gemeint. Ha, das war das. Okay, was könnte noch ein Versuch sein? Ich gebe jetzt einfach mal Reinlauf ein, aber das kann ja nicht. Restlauf. Ah, okay. Pestlauf, Testlauf. Der Testlauf. Wahnsinn, wie viele Buchstaben ich brauche manchmal, um jetzt auf gewisse Sachen zu kommen. Ich habe hier bei dem geistlichen Vermögensverwalter echt keine Ahnung. Erstmal gucken, was kommt denn hier? Nee. 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 Ah, okay. Aber wie heißt denn das? Mitztum, Nitztum, Litztum, Kitztum, Pitztum? Nee. Eiztum? Nee. Ich hätte jetzt Bistum gesagt, aber das ist, wird anders geschrieben. Witztum, Eiztum, Ritztum, Titztum. Irgendwann muss doch mal das Richtige einrasten. T nicht, F nicht, G nicht, H nicht. J nicht, K nicht, L nicht. Okay. Wow. Das hat gedauert. Das hat gedauert. Dann haben wir hier die Provinz. Die klappt. Stausee in NRW. Oh Gott. Puh. Was könnte das hier sein? Oberschenkel. Oberschenkel medizinisch. Lemur. Natürlich nicht, aber. Ah! Memur? Gemur? Lemur? Nee, Lemur hatten wir gerade. Femur, okay. Nicht. Sagt mir wirklich nichts. Also da bin ich raus. Ganz ehrlich, ich finde, das ist ein ganz schön krasses Rätsel heute geworden. Finde ich nicht schlimm. Man lernt was dazu. Aber habe ich nicht kommen sehen, tatsächlich. So, schade, dass nicht Rührei reinpasst. Gucken wir mal. Ruhr.
Ruhrkill? Nee. Auch nicht, beide nicht. Ruhrsel, nee. Rursen, Rursek, Rursa, nein. Oh, das ist auf jeden Fall Wahnsinn, was da heute alles für Wörter abgefragt wurden. Also wenn ihr die meisten davon gekannt habt, dann Respekt an euch. Ruhrsee, okay. Ach, natürlich ist es ein Stausee. Ich habe jetzt an einen Staudamm gerade gedacht. Ich sollte wirklich richtig vernünftig lesen. Also ich hoffe wirklich, morgen wird es besser. Das ist ja, wow. Da kamen heute Sachen dran. Da kamen heute richtige Sachen dran. Richtig, das war ein richtiges Kreuzworträtsel zum Dazulernen. Und genau dafür macht man es ja eigentlich, um daran so richtig zu verzweifeln und dann wieder was gelernt zu haben. Ich hoffe mal, ich merke mir das auch. Also, dass der Tropenwind der Passatwind war. Ich muss sagen, ich weiß, was ein Tropenwind ist, aber ich kenne auch das Wort Passatwind, aber die Connection in meinem Köpfchen ist leider noch nicht ganz so da. Aber ich hoffe, sie bleibt. Passat, Passat, Ruhrsee, ohne R dazwischen. Man hätte ja gedacht, das Ruhrgebiet ist ja auch in Nordrhein-Westfalen so irgendwo da angesiedelt. So, was haben wir noch? Testlauf pushen. Pushen war fies. Pushen war schon ein bisschen fies. Aber ist okay. Klitzeklein war Nano. Aha, ja. Okay. Und griechische Vorsilbe fürs Ohr ist Otto. Ein Otopede ist dann wohl ein Ohrchirurg. Nein, Quatsch. Ein Kieferorthopäde. Ist ein Hals-Kiefer-Ohrenarzt. Nein, auch nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls würde ich sagen, Rätsel für heute geschafft. Nicht gut, aber geschafft. Und dementsprechend kann man ruhig auch stolz drauf sein, dass man es nicht völlig versaut hat. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder da und wünsche euch noch einen schönen Rest vom Tage. Und ja, wir sehen uns wieder. Oder auch nicht. Tschüss.